Hi Leute, willkommen zurück hier bei Familie Linde in Sims 4. Und wir haben heute den Tanz in den Sommer und aus irgendeinem Grund das Urlaub nehmen oder Reisen schon abgeschlossen bei 2 von 3 meiner Sims, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber okay. Robin ist dafür gerade auch extra aufgestanden nochmal, um zu sagen so, yay, ich bin heute schon mal gereist. Und ich denke mir so, nein, bist du nicht, du hast geschlafen. Also, ja. Ach ja, ich werde heute aber nicht anfangen, nochmal über die ganzen Bugs im Spiel zu meckern, denn dann würde ich das ja jede Folge machen. Das wäre ja auch nicht schön. Wir werden allerdings mit Robin zur Schule gehen. Das heißt, wir können erstmal noch nicht daran, da irgendwie mitfeiern. Wir werden mit Danielle zur Arbeit gehen. Und mit Elliot auch. Ich werde aber nicht mit Elliot mitgehen zur Arbeit, sondern er wird einfach selbstständig gehen. So, die geht super. Dann, ich würde am liebsten irgendwie noch so ein Lunchpaket machen. Können wir vielleicht mal eben so ein paar Sandwiches zubereiten? Das wäre irgendwie praktisch, wenn wir das eben noch machen könnten. Du musst auch in der Stunde los. Dann kannst du vielleicht noch mal ein paar Reste nehmen, weil Pfannkuchen sollten wir noch haben, ja. Aber ich möchte ja eigentlich gar nicht irgendwie, dass Robin frühstückt, sondern eher, dass sie einfach was mitnimmt. Nein, 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 nein. Du machst dir ein Lunchpaket, bitte. Und dann gehst du zur Schule. So, jetzt kannst du zur Schule gehen, genau. Und wir schicken Aid gleich allein los. Sehr gut. Das brauchst du nicht wegräumen. Das kann Danielle gleich noch schön machen. Ja, wir haben uns mit Mo angefreundet. Eigentlich schon länger, aber okay. Eigentlich haben wir das schon vor einer ganzen Weile gemacht, aber egal. Dann kannst du vielleicht mal hier auch noch ein Gericht nehmen. Wobei, haben wir nur noch einen Pfannkuchen übrig? Kann das sein? Nee, wir haben noch 3 übrig. Okay, dann kannst du das auch so machen. Denn die beiden sind auf jeden Fall hier beschäftigt. Als der Lehrer fragt, wer bei der Organisation des Tanz in den Sommerballs helfen möchte. Macht Sinn, dass es da einen Ball für gibt. Cool. Hebt Robin schnell die Hand. Auf diese Weise wurden nicht nur ein paar Stunden Unterricht gespart, sondern auch eine einmalige Gelegenheit erhalten. Für den besten Ball überhaupt dekorieren. Ja, auf jeden Fall. Hier. Mit den Tanz in den Sommerball. Jede Menge Fahnen, Luftschlangen, Keksen und Punsch. Hat Robin die Turnhalle für einen Tanz in den Sommerball dekoriert, an den sich alle noch in ein paar Jahren erinnern werden. Das klingt doch toll. So theoretisch wäre heute Abend dann auch Ball, aber wir müssen das auf unsere eigene Art und Weise ein bisschen feiern. Würde ich es mal sagen. So, danach kannst du die dann auch weglegen, hier mal sauber machen. Dass das mal wieder eklig geworden. War klar. So. Ja, wir füllen dir deine Tierschüssel. Alles gut. Dann können wir dich hier mal küssen. Und ja, romantische Stimmung und sowas können wir erst dann später machen, wenn Elliot natürlich auch wieder da ist. Deswegen, was machen wir denn bis dahin? Instrument spielen nicht begonnen. Können wir denn dafür auch einfach unser Lied weiterschreiben? Zählt das als Instrument spielen oder zählt das nicht? Ich weiß auch gar nicht, sie hat hier irgendwie das hier im Inventar. Wir können das hier vielleicht mal verkaufen. Jetzt so komische Dinge im Inventar. Rechnungen hat sie auch. Zählt das? Ja, das zählt als gerade erst begonnen. Gut, dann machen wir das einfach, bis wir zur Arbeit müssen. Haben wir denn eigentlich auch bald Level 10? Oh ja! Cool, wir arbeiten gerade auf Level 10 der Klavierfähigkeit hin. Und dann könnten wir andere auch darin unterrichten. Das wäre natürlich sehr, sehr gut. Okay, dann hören wir damit mal auf. Oh mein Gott, was für ein schlimmes Gewitter wir haben. Bin ich echt mal gespannt, weil eigentlich habe ich ja den Plan. Oh, jetzt hat sie wieder das Outfit. Eigentlich habe ich ja den Plan,
rauszugehen und da was zu unternehmen. Und ich weiß natürlich noch nicht, wie das aussieht. Oh, ich hab übersehen, dass wir die hier noch rumstehen haben. Ich habe ja den Plan, eigentlich was draußen zu machen mit Robin und Freunden. Deswegen weiß ich noch nicht genau, ob das klappt. Müssen wir mal sehen. Weil das Problem ist halt, dass wir, ja, wir können für den Ort hier, wissen wir, was für ein Wetter ist, aber wir können nie sagen, wie das Wetter in anderen Teilen der Welten aussieht, also in anderen Welten, wie das Wetter woanders ist. Das ärgert mich ja schon ein bisschen, dass man das irgendwie nicht so genau weiß. Ich würde allerdings auf jeden Fall sagen, dass du erstmal deine Hausaufgaben machst, Robin. Kannst du vielleicht mal reingehen? Was ist mit dir? Geh doch einfach rein. Und dann kannst du mal deine Hausaufgaben machen, bitte. Genau, wo auch immer du möchtest. Mach sie halt einfach da. Was soll's? Wir müssen hier auch mal dafür sorgen, dass man die Teller mal wegräumen kann. Problem ist halt, weil ich habe halt die Mod, mit der das mit diesen Platzdeckchen ist. Und das sieht halt meiner Meinung nach sehr viel besser aus, wenn man das so hat. Danielle wurde gebeten, an der Filmmusik für einen bevorstehenden Sommer-Blockbuster mitzuwirken, aber sie hat einige Sessions verpasst. Der vom Regisseur ausgewählte Soundtrack enthält keinen einzigen Beitrag von Danielle. Sie kann entweder nichts sagen oder wir schlagen eine Änderung vor. Hallo. Können wir das mal aufräumen? Der Regisseur weigert sich, ihm gefällt die Filmmusik, wie sie ist. Aber er verspricht, bei den Mitwirkenden den zu erwähnen, der es verdient. Nämlich nur den Kollegen von Daniel. Wow. Wow. Was für ein arschiger Chef. Warum hast du das denn jetzt nach da drüben gebracht? Wohin auch immer. Okay. Ja, dann. Okay. Das Wetter scheint hier wieder gut zu sein. Jetzt müssen wir nur gucken, ob das auch woanders so gut ist. Denn mein Plan war eigentlich, nach Windenburg zu reisen und da dann mit unseren Freunden zu feiern. Hier bei der alten Ruine vielleicht. Gemeinsam mit Freunden. Mit Piers, mit Selina, mit Leo, Emilia, mit wem noch? Sind das alle? Nee. Genau, Marina wollte ich gerne einladen, Leo, Emilia auf jeden Fall, Janet können wir mitnehmen. Das sind, glaube ich, alles so wirklich gute Teenager-Freunde, die wir so kennen. Ja, Elena können wir auch noch mit einladen. Genau, und jetzt hoffen wir mal, dass da auch das Wetter gut ist. Ich weiß nicht, wenn da jetzt Gewitter ist, dann muss ich mir einen Plan B überlegen. Aber das war mein Plan A für den heutigen Tag. Dass wir jetzt gemeinsam zur Ruine gehen. Was ist das für ein Sound? Oh, es regnet. Und hier feiern. Oh, ich wünschte, man könnte einfach Wetter cheaten. In Sims 3 würde ich jetzt einfach auf den Boden klicken und sagen, Wetter ändern und dann wäre es sonnig. Warum kann ich das in Sims 4 nicht? Ich hasse das. Oh, wir machen das jetzt einfach trotzdem, was mir egal ist. So, ganz ehrlich, weil was soll ich jetzt sonst machen? Wir machen das jetzt einfach. Stört mich nicht. Zusammen abhängen. Lass uns hier mal alle zusammen abhängen am Dingens. Dann können wir nochmal Brennstoff hinzufügen, weil das soll hier schön ordentlich brennen. So. Ich weiß nicht, warum du so gestresst bist. Du kannst vielleicht ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und dann können wir vielleicht mal hier ein bisschen zusammen tanzen. Genau. Das ist der Plan. Am liebsten würde ich ja auch noch so ein Instrument spielen oder sowas. Aber okay. Wir haben jetzt kein Instrument mitgenommen. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Aber wenn wir hier so ein bisschen tanzen zusammen. Ja, in Brindleton Bay hat es aufgehört zu regnen. Aber da haben wir natürlich nirgendwo diese Lagerfeuer einfach rumstehen. Weil ich wollte das jetzt nicht einfach so bei uns zu Hause machen. Ich hatte das auch am Strand gemacht, aber am Strand in Brindleton Bay steht nirgendwo dieses Ding jetzt rum. Die stehen leider nur in Windenburg rum, weil die kommen ja auch nur mit Zeit für Freunde. Aber ich hätte das so cool gefunden, wenn wir irgendwie in Brindleton Bay am Strand da auch ein Lagerfeuer hätten machen können, andere Freunde hineinladen.
Ja, das wäre schon cool gewesen. Ah ja, ich mag Selina sehr gerne. Ich habe also mein Plan ist eigentlich auch, dass Robin am Ende mit Selina zusammenkommt und die beiden dann so glücklich sind. Aber ich möchte nicht, dass Selina irgendwie die erste Freundin von Robin wird direkt, sondern dass wir irgendwie noch mal ein paar andere treffen. Vielleicht könnten wir irgendwie sie hier noch ein bisschen kennenlernen. Weil, Marina mag ich auch ganz gerne eigentlich. Das wäre vielleicht ganz cool. Können wir mal den Tag verschönern? Hallo? Können wir mal zusammen abhängen? Und dann können wir vielleicht mal dich hier kennenlernen? Und die anderen könnt ja auch Dinge machen, wie ihr wollt, ne? Oh, düster ist sie. Das heißt, sie ist. Ja, okay. Und noch irgendwas, was wir rausfinden können? Nö, das geht eigentlich. Können vielleicht mal Komplimente übers Outfit machen. Den Tag verschönern. Tag in den Sommeraufregung teilen. Von Interessen schwärmen. Dir ist sehr warm, okay. Dann ab wieder heißes Wetter-Outfits. Ich glaube, ich ziehe denen dann allen mal heiße Wetter-Outfits an. Ich verstehe halt noch nicht genau, warum. Also liegt das vielleicht jetzt an dem Feuer? Kann das sein, dass dass denen durch das Feuer heiß ist? Weil eigentlich ist es ja gar nicht so warm. Es ist nur warm, aber nicht heiß. Aber auch ohne, dass irgendwie Feuer irgendwie ist, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Sims da sehr empfindlich reagieren auf Temperaturen. Und irgendwie gefühlt die Hälfte der Zeit ist ihnen zu heiß oder zu warm. Und ich möchte eigentlich, dass sie ihr Outfit beibehält, weil das ist ein sehr schönes Outfit. Ich weiß gar nicht, ob ich. Ah, doch, ich glaube, ich habe sie umgestylt. Ich glaube, ich sollte so ziemlich alle hier einigermaßen umgestylt haben. sie offensichtlich nicht, Janet offensichtlich nicht und Leo auch nicht. Das kann ich auf jeden Fall mal machen. Janet, Leo und dann noch die Freunde von den Eltern hier wären vielleicht ganz gut. Und du solltest dann auf jeden Fall aber auch dein heißes Wetter-Outfit anziehen. Genau, sie habe ich aber definitiv auch umgestylt. Dann können wir vielleicht nochmal ein Kompliment über ihr Outfit machen. Und vielleicht können wir ja mit ihr ein bisschen flirten einfach. Warum nicht? Genau, wir können sie hier mal fragen, ob sie Single ist. Wir wollen ja auch noch ein bisschen die romantische Stimmung haben. Bisschen von der Natur schwärmen. Okay, sie ist Single. Dann lass uns vielleicht mal ein bisschen flirten. Warum denn nicht? Wo sind die anderen so hin? Ihr könnt ja eigentlich machen, was ihr wollt hier, ne? Das ist euch klar. Ich hoffe. Ich hoffe, dass euch das klar ist, dass ihr einfach hier so ein bisschen flirten, dass ihr einfach so ein bisschen Sachen machen könnt, wie ihr Bock habt. Okay, sie geht joggen. Oh, ihr beiden macht mir Angst. Nicht, dass ihr irgendwie verbrennt oder so. Passt bitte auf euch auf. Was? Nein, du kannst doch nicht einfach weggehen jetzt. Hallo? Du kannst doch nicht einfach abhauen. Wir wollen, dass du hier bleibst. Frechheit, ey. Fügen wir mal ein bisschen Brennstoff hinzu und dann können wir vielleicht hier mal unsere Nummern austauschen. Würdest du vielleicht mal hier bleiben? Nochmal ein bisschen flirten. Mal ein Kompliment übers Aussehen machen. Okay, sie scheint krank zu sein. Elena. Weil die haben alle wieder ihre Alltagskleidung an und das ist ja an sich auch okay, aber. Ich habe halt Angst, dass sie dann verbrennen, ne? Wisst ihr, so. Das macht mir Sorgen. So, du kannst dich gerne mal um dich kümmern. Wir könnten es uns am Lagerfeuer gemütlich machen. Wir können ja mal gestehen, verknallt zu sein. Und. Mein Kompliment übers Aussehen machen vielleicht. Ich möchte das irgendwie auch so ein bisschen vorsichtiger machen. Es ist auch so komisch, dass die anderen da einfach so stehen, von wegen so, ja, bla, la, la, mir ist langweilig. Aber, ja. Wir könnten den ersten Kuss erleben. Vielleicht wollen wir es uns mal so ein bisschen am Lagerfeuer gemütlich machen mit Marina.
Das wäre doch irgendwie auch ganz schön. Ich weiß gar nicht, ob wir davon Spaß haben oder sowas. Das ist irgendwie auch so. Bedürfnisse werden davon irgendwie auch null erfüllt von allem, was wir hier so machen. Was ich ziemlich schade finde. Ja, dann. Wenn du stinkig bist, dann geh doch einfach duschen, Junge. Dann, können wir vielleicht mal knuddeln. Okay. Beziehung bauen sie auf jeden Fall so ein bisschen auf. Dann können wir vielleicht mal eine tiefgründige Unterhaltung führen. Vielleicht können die beiden auch mal irgendwo weiter hier drüben hingehen, so hier plaudern. Das wäre doch irgendwie auch ganz schön, dass wir so ein bisschen weiter weg sind von den anderen. Es regnet auch nicht mehr, oder? Kann das sein? Ich sehe zumindest keinen Regen mehr. Das wäre natürlich sehr schön, wenn es auch nicht mehr regnet. Und dann können wir vielleicht mal unsere Hände halten und vielleicht mal den ersten Kuss erleben. Ja, ich habe sie nur dahin gelockt, damit wir jetzt unseren ersten Kuss haben können, ganz entspannt. Genau. Genau dafür sind wir hergegangen. Können wir vielleicht nochmal knuddeln. Und nochmal ein Kompliment über das Aussehen machen. Nochmal flirten. Ja. Nochmal Händchen halten vielleicht. Ja, und dann haben wir doch den Tanz in den Sommer schon mal ganz gut verbracht, würde ich sagen. Sieht doch gut aus. Und sie möchte nach Hause gehen. Ich glaube, wir gehen so langsam alle irgendwie mal nach Hause. Ich wechsle auch mal auf Elliot zurück. Denn die beiden wollen auch noch so ein bisschen den Abend genießen, würde ich sagen. Dass wir da auch noch mal ein bisschen schauen, dass die so ein bisschen Zeit zu zweit haben. Das ist halt sehr schwierig. Die haben eigentlich nur einen gemeinsamen Tag immer. Die haben eigentlich nur den Sonntag. Natürlich regnet es jetzt wieder. Sie haben nur den Sonntag, wo wirklich beide nicht arbeiten müssen. Und weil sie muss halt Samstag und. Warte, nee, sie muss Sonntag, genau. Montag und Dienstag muss sie nicht arbeiten. Und er muss dafür Mittwoch und Samstag nicht arbeiten. Aber Sonntag müssen sie beide nicht arbeiten. Das ist halt trotzdem ein bisschen schwierig hier. Ich glaube halt auch, dieses Reisen, das zählt eher dafür, wenn ich reise, wenn ich einfach woanders hingehe mit meinen Sims. Und nicht halt irgendwie, dass die Sims tatsächlich auch woanders hingehen und reisen. Das ist ein bisschen albern auch. Aber okay. Hey, immerhin führt das, führt das mit dem Gewitter dazu, dass die Sims einfach hier draußen stehen, weil sie erst ihren Schirm öffnen möchten, anstatt dass sie direkt am Grill stehen. Hey, das ist doch was. Yay. Cool. Oder so. Naja, dann können die beiden vielleicht so ein bisschen romantische Stimmung haben. Ich habe auch keine Ahnung, warum sie überhaupt schon hier angefangen hat, so ein Häkchen für romantische Stimmung zu haben, weil die beiden sich noch überhaupt nicht gesehen haben heute. Also, ja, was diese ganzen Sachen angeht, sehr verbuggt. Sehr verbuggt mittlerweile. So, können wir ein bisschen Süßholz raspeln. Du kannst dann auf jeden Fall auch ein bisschen flirten mit ihr. Und ich glaube, dann solltet ihr beide auch schon glücklich sein. Dann können wir mal prüfen, ob sie heiß ist. Und ich habe tatsächlich auch absichtlich Robin jetzt erstmal da drüben gelassen. Oder halt irgendwie, dass Robin nicht zu Hause ist, weil dann haben wir so ein bisschen mehr Zeit hier und Robin muss ja auch gerade nicht hier sein, finde ich. Und können uns vielleicht auch vorstellen, dass Robin irgendwie unterwegs noch so ein paar Sachen macht, da vielleicht jetzt irgendwie wo essen geht mit Freunden und solche Sachen. Das wäre eigentlich auch ganz schön. Und dann können wir mal ihre Wange streicheln und meine Massage anbieten. Na. Ja, Ruby ist auch so ein bisschen in Tanz in den Sommerstimmung, wie es scheint. Wir sollten auf jeden Fall Elliot dann mal ein Ständchen machen. Aber erstmal sollten wir uns hier um unsere Bedürfnisse kümmern. So. Und dann kannst du hier nochmal Reste nehmen. Und musst du irgendwas mit ihr hier machen? Geht's ihr gut? Ich denke mal schon, dass es ihr gut geht.
So, das haben wir ja schon verbessert. Wollen wir denn vielleicht mal daran arbeiten? Ich weiß, das nimmt so ein bisschen was von der romantischen Stimmung weg, die wir ja hatten, aber ja, wir müssen uns halt auch ein bisschen um unsere Bedürfnisse kümmern. Und ich habe auch noch gar nicht darüber gesprochen, ich werde diese beiden Schlafzimmer so lassen, denn unsere Sims studieren zwar aktuell, aber trotzdem kommen sie ja irgendwann wieder. Und bis dahin möchte ich halt eigentlich die Sachen hier so haben. Wir können uns ja vielleicht auch vorstellen, dass sie vielleicht in den Semesterferien hierher kommen oder so. Und generell finde ich das einfach besser, wenn wir die Schlafzimmer erstmal hier so lassen. Vor allem dachte ich mir auch, Robin ist ja noch ein Teenager. Und irgendwann, wenn Robin auszieht, werden die beiden sich wahrscheinlich ein viel kleineres Haus dann holen, als Senioren auch und so. Und jetzt halt als Erwachsene und noch mit einem Kind im Haus, denke ich mal, bleiben sie hier. Und dann irgendwann muss ich denen ein neues Haus bauen, was passender ist für ihre Haushaltsgröße, zu zweit. Und ja, deswegen denke ich mal, ist das so ganz in Ordnung. Okay, du kannst das nicht aufwischen. Dann gehen wir vielleicht schon mal hier hin. Oh, ich hasse das, dass man diese Sachen alle nicht wegräumen kann. Ich mag die Platzdeckchen, aber ich mag nicht, dass man dann das Geschirr nicht wegräumen kann. Das finde ich sehr, sehr schade. Warum räumst du jetzt nicht weg? Okay, du kannst dich mal um dich kümmern. Du solltest nach unten gehen, Junge. Du kannst hier mal hingehen. Kannst du eigentlich deine Hausaufgaben machen, auch da, wo du bist? Ja, sehr gut. Dann macht Robin sogar noch was Sinnvolles in der Zeit. So, und dann kannst du hier mal deinem Liebsten ein Ständchen bringen. Geht das? Ständchen bringen, ja. Ja, schon gern, auch mit einem Lied direkt. Los geht's hier. Oh. Alter, wie der da die ganze Zeit reinlabert. Kannst du nicht einfach nur zuhören? Elliot? Und sie hat direkt auch noch Spaß dadurch. Das ist doch schön. Das zählt bei ihm auch als Instrument spielen. Okay. Das klingt echt schön. Und dann noch mit dem Gedonnere dahinter. Oh, das war sehr, sehr süß. Dann können wir ihn vielleicht noch mal knuddeln. Das ist doch schön. Ich würde mal sagen, Robin kann vielleicht mal langsam hierher kommen. Und dann können wir vielleicht mal hier oben duschen gehen. Erfrischende Duschen nehmen. Wenn wir unsere ewige Liebe erklären. Hände küssen und dann können die beiden auch mal hier drüben noch mal ein Techtelmechtel haben. Wir werden bestimmt kein Baby machen. Nope. Definitiv nicht. Ein Tag bevor er ein Senior wird. Nein. Einfach nein. Und ja, du hattest einen schönen Tanz in den Sommer. Das ist super. Danach kannst du auch mal gern hier herangehen und ein Spiel spielen. Das fände ich schön. Irgendein Videospiel spielen. Vielleicht Sims Forever. Und genau. Die beiden hat dann auch einen schönen Tag. Können dann schlafen gehen. Und ja. Dann spiele ruhig nochmal hier ein bisschen ein Videospiel. Ich finde es auch so lustig, dass man noch nicht mal seine Hausaufgaben wirklich machen muss und alles. Man wird trotzdem Einserschüler. Das ist egal. Man muss sich gar nicht anstrengen. Und genau, du kannst ein bisschen Videospiele spielen, dann kannst du auch schlafen. Die beiden schlafen schon.
Ja, und dann war das hier unser Tanz in den Sommer. Ich werde jetzt im Anschluss mal so ein bisschen die Sims in der Welt, vor allem die, mit denen wir zu tun haben, ein bisschen umstylen, dass die ein bisschen bessere Outfits haben. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Ich würde auf jeden Fall gerne noch das Wochenende verbringen mit den Sims, weil ich meine, wir haben offensichtlich noch den Geburtstag von Elliot. Wir haben noch den Freitag. Und dann mal schauen. Denn ich würde ja eigentlich auch gerne noch Danielle älter werden lassen. Vielleicht wechseln wir, weil also ich würde gerne danach wieder zu Noah und Sascha wechseln, dass sie ja auch ihr nächstes Semester haben. Ich überlege halt, ob wir irgendwie Sonntag oder, also ob wir Montag oder Dienstag wechseln. Können natürlich auch erst den Tag des Feuers bei den beiden feiern und danach das nächste Semester starten. Mal sehen, mal sehen. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber bis dahin, habt noch einen schönen restlichen Tag, Leute. Ciao!